Hallo meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Ihr seid bei Sonja von Kreativ mit Sonja. Ich bin unabhängige Demonstratorin für Stampin'Up-Produkte und zeige euch natürlich immer wieder gerne, was wir alles Schönes damit basteln können. Heute habe ich eine Hebebox für euch für Gutscheine. Ich zeige die mal kurz. Die werden wir allerdings in einem anderen Design machen. Die kann man dann hier so aufklappen. Geht ein bisschen schwer, weil ich Magnete drin habe. Ja, ich will gar nicht weiter lange drum rumreden. Ich drehe euch einfach mal um und dann geht das nämlich alles viel besser. So, mal gucken, dass ich alles wieder gut im Bild habe. Ja, das sollte passen. Also, das ist diese Gutscheinbox. Ich zeige es nochmal. Können wir also hier aufklappen und können dann hier so einen Gutschein reinsetzen. Ich habe jetzt hier einfach mal irgend so eine Karte reingesetzt, die ich noch so hatte. Und die verschwindet dann hier so schön. Also muss natürlich richtig ankleben, das ist jetzt provisorisch. Die verschwindet dann hier so schön in der Versenkung. Ja, ich habe dazu benutzt das wunderschöne Papier, oder ich möchte heute benutzen, das wunderschöne Papier aus der SAB. Wundervolle Welt nennt sich das. Das hat hier dann auch noch so eine schöne Rückseite. Hier in Gelb. Das ist dieses Grün. Das andere habe ich schon schön vorbildlich sortiert. Und bei dem ersten war das jetzt ein bisschen durcheinander. Das hatten wir schon, genau. Genau, dieses schöne, ja, was ist das? Brombeer. Ihr seht, wirklich sehr schönes Papier, ist auf den ersten Blick ein wenig unscheinbar, aber es hat sich im Moment fast zu meinem Lieblingspapier entwickelt. Und ich werde heute dieses Papier benutzen. Und ich habe ja gerade gesagt, das ist Papier aus der SAB. Bekommt ihr für einen Bestellwert ab 120 Euro, weil ihr nämlich dazu auch diese wunderschönen Stempel bekommt. Ne, so ablösbare Stempel sind wirklich sehr schick. Gibt es noch bis Ende August 2022. Ja, ich habe heute wieder schon eine Menge vorbereitet. Ich bin auch so ein bisschen aufgeregt, weil es nämlich tatsächlich sehr viel ist, was wir heute bewerkstelligen müssen. Aber ich denke mal, das klappt schon so einigermaßen. Als erstes brauchen wir ein Stück Farbkarton in der Farbe Waldmoos. Und zwar hat das die Maße 18 x 24. Das legen wir uns in das Falzbrett. Falz- und Schneidbrett kennt ihr ja sicherlich schon. Und falzen beidseitig an der kurzen Seite bei 2 cm und an der langen Seite 2 cm, 11, 13 und 22. Diese Falzlinien schneiden wir uns hier unten und oben gerade ein. Die mittleren schrägen wir ein bisschen an. Übrigens, diese Anleitung habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern die habe ich gesehen bei Marikas Kreativstube. Allerdings hat sie hier die Maße ein kleines bisschen anders und der Innenteil ist auch ein kleines bisschen anders. Aber ich habe das jetzt nicht selbst erfunden. Ja, dann nehmen wir als erstes uns diese Öffnung vor. Ich habe hier bei meinem Probestück so ein bisschen doll das Washi-Tape dran gehabt. Aber das ist auch nicht schlimm. Es kommt nach innen, sieht nachher kein Mensch. Wenn wir das jetzt also alles schön geschnitten haben, dann brauchen wir ein Geodreieck. Das macht sich jedenfalls recht gut. Ihr könnt natürlich auch ein ganz normales Lineal nehmen.
Aber im Gegensatz zu einem normalen Lineal kann man mit einem Geodreieck natürlich viel besser die Mitte bestimmen, weil wir ja hier rechts und links dann die gleichen Abs also die gleiche das gleiche Maß sehen und dann wissen wir ganz genau, wo die Mitte ist. Wir brauchen für diese Öffnung eine Rechteckstanze. Ich habe hier eine mit 10 cm. Und da wollen wir uns diese Öffnung ausstanzen. Das Wichtige ist, dass diese Schneidkante, die hier, ja in der Mitte von diesem Steg liegt. Und diese Schneidkante soll bei uns möglichst hier auf der Falzlinie liegen. Das heißt, wir gucken erstmal jetzt hier, wo die Mitte ist. Na, wir haben jetzt also hier die 7 cm, wir haben hier die 7 cm, dann haben wir also hier die Mitte. Und da legen wir uns jetzt unsere Stanze auf und gucken auch bei der Stanze, dass sie hier nach rechts und links den gleichen Abstand hat. Und wenn wir das haben, gucken wir nochmal, dass die Falzlinie ungefähr in der Mitte von diesem Steg liegt. Dann machen wir diese Stanze mit Washi-Tape ein bisschen fest, dass sie nicht verrutscht und können zum Stanzen. Wer jetzt keine A4-Maschine zum Stanzen hat, der hat jetzt ein kleines Problem, weil diese Breite geht nämlich durch die A5 nicht durch. Und darum müssen wir uns ein wenig behelfen. Wir müssen diese Falzlinien hier schon mal umbiegen nach innen. Kann man natürlich auch vorher machen, aber ist ja nicht so dramatisch, weil ihr habt das ja jetzt schon mal festgeklebt. Vielleicht die hier auch noch. So, und dann könnt ihr das nämlich ganz problemlos durch die Maschine kurbeln. Wenn ihr das habt, dann können wir die Falzlinien auch alle nachziehen. Und wenn euch das genauso geht wie mir, dass das Washi-Tape ein bisschen fest war, dann könnt ihr natürlich auch diese Seite nach innen nehmen. Beim Farbkarton ist das ja nicht weiter schlimm. Bei Designpapier wäre es ärgerlich. Aber das kommt davon, ich habe noch so ein altes Washi-Tape und sollte es einfach auch mal verbrauchen. Ja, wenn wir das haben, dann können wir eigentlich tatsächlich schon unsere Box zusammenkleben. Na, so rum. Und so. Das machen wir jetzt mal. Kleben wir erst die eine Seite an hier. Schön gerade. So, die andere Seite auch. Ihr könntet das natürlich auch mit Abreißklebeband oder mit dem Kleberoller machen, wie ihr mögt. Ich mache es am allerliebsten mit Flüssigkleber, weil ich hier dann nämlich immer noch mal so ein bisschen korrigieren kann, wenn es nicht ganz gerade ist. Hat natürlich auch den Nachteil, wenn man zu viel drauf macht, dass es dann auch gerne mal überquillt und ja, an der Stelle dann eben auch nach außen klebt. Aber so, wir wollen es ja richtig machen. So, dann machen wir das hier noch ran.
auch. Und dann kleben wir das einfach hier auch nochmal rein. Hier mache ich jetzt gleich an beiden Seiten den Kleber dran. Hier an den Kanten. So, dann kleben wir das zu. Achso, hier vorne. Ja. Hier vorne machen wir das auch noch. So, aber jetzt. Dann kleben wir das alles zusammen. Das von innen noch mal gegen drücken. So. Unsere Box ist dann erstmal fertig und die können wir auch beiseite stellen. Dann brauchen wir für den Deckel einen Farbkarton in der Größe 14 x 16. 16, 14. Und wir falzen den bei 2 cm und bei 11 cm. Auf die Lasche mit den 2 cm können wir dann schon mal Klebeband machen. Ihr könnt aber auch das nachher mit Flüssigkleber machen. Also wie ihr mögt. Und jetzt muss ich erstmal schnell gucken, wie das weitergeht. Ach so, ja. Jetzt brauchen wir nämlich Magnete. Und zwar brauchen wir Magnete. Die sind ja immer so auf so einem, naja, auf so einem Teil drauf, sodass die Klebeflächen so gegeneinander sind, also beide außen sind. Wir brauchen jetzt Magnete, wo die Klebeflächen beide nach unten zeigen. Das heißt, wir müssen hier so wir müssen das über Kreuz nehmen. Na, also dieser ist ja hier. Oh, der ist. Na, ist jetzt natürlich ein bisschen schwer zu zeigen, weil die ja dann gleich durch die Gegend hüppeln. So. Und die Rückseiten wären dann ja so. Und die müssen wir dann einfach mal tauschen. So, müssen wir wieder raufsetzen. Na gut, das mache ich nachher in Ordnung. So, und dann haben wir die beide so. Und jetzt müssen wir diese, jetzt kleben wir diese Magnete. Wir lassen die also so zusammen, machen einmal bei dem untersten die Folie ab und setzen den hier oben in die Box rein. Ein bisschen mit Abstand vom Seitenrand. Dass wir das nämlich nachher gut andrücken können. Hier machen wir das auch. So, wir brauchen also hier zu dieser Falzlinie ein bisschen Abstand und nach rechts und links auch ein bisschen Abstand. Das ist nämlich nachher die Stelle, die hier. Na, da kleben die nachher drin. So, wenn wir das haben, dann können wir hier mal schon wieder die Falzlinien nachziehen. Ich hätte natürlich auch vorher gekonnt. Das wäre auch schlauer gewesen. So, hier machen wir das auch. So. Und dann
kleben wir den Deckel schon mal an unsere Box. Und zwar kommt der jetzt hier so ran. Und das ist die Stelle, wo ich gesagt habe, entweder nehmt ihr hier das Klebeband oder ihr könnt natürlich auch ganz einfach Flüssigkleber nehmen. An der Stelle versuche ich es mal wieder mit Klebeband. Wichtig ist, dass ihr diese Öffnung, die wir geschnitten haben, jetzt nach innen setzt. Und das ist doch nicht so schön mit dem Klebeband. Das macht sich jetzt hier auch in der Kamera so ein bisschen schlecht. Das ist tatsächlich auch einigermaßen bündig da dran sitzt. Ja. Also ihr seht, macht's lieber mit Flüssigkleber. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mich hier habe überreden lassen. So, jetzt haben wir's. So, festdrücken. Und dann haben wir jetzt hier tatsächlich schon die Box fast fertig. So, jetzt muss ich wieder auf meinen Spickzettel gucken. Jetzt brauchen wir nämlich noch so das eigentliche Hauptteil, nämlich dieses Hebeteil, was wir, wo wir nachher die Gutscheinkarte drauf machen wollen. Dazu brauchen wir auch wieder ein Stück Farbkarton und zwar in den Maßen 10 cm. Mal 9,5. Ja, genau. 10 cm mal 9,5. Wir falzen das dann bei 6,5 und 8,3. Also an den 10 cm falzen wir bei 6,5 und 8,3. Und dann drehen wir uns das mal so rum. Jetzt wird es wieder ein kleines bisschen komplizierter. Und wir wollen jetzt hier nämlich diesen kleinen Falz machen, also diese zwei kleinen Teile ausschneiden. Meine Güte, ich stelle mich heute aber auch an. So, und dazu legen wir das mit den 9,5 cm an. Ganz oben legen uns das auf 1,5 cm an und machen dann einen Schnitt bis 0,5. Das machen wir auf der anderen Seite auch. Drehen wir das so rum. 1,5 schneiden bis 0,5. Dann drehen wir uns das Ganze, legen es bei 0,5 an und schneiden hier 3 cm runter. Umdrehen, wieder bei 0,5 anlegen, wieder 3 cm runterschneiden. Entschuldigung, ich sehe 3 cm, was rede ich? Bis zur Schneidkante. Also ich sage es nochmal, weil das war jetzt Unsinn. Wir legen uns das also bei 1,5 cm an, schneiden einen halben Zentimeter runter, drehen es um, wieder bei 1,5, einen halben Zentimeter runter, drehen es so rum, dass der Schnitt dann auf der rechten Seite liegt, legen das bei 0,5 an und schneiden von oben bis zur Schnittlinie runter. Und das machen wir hier jetzt auch nochmal. So, genau, jetzt haben wir es. Das wird nämlich der Teil, der dann hier reinkommt. Und jetzt falzen wir uns erstmal die beiden Linien hier. Am besten ist, die untere erstmal
nach oben zu falzen, die andere andersrum. Da können wir nämlich nachher besser mit arbeiten. Wir brauchen es zum Schluss nachher aber anders. Das kommt nachher, kommt jetzt hier rein und das wird dann unsere Hebevorrichtung. Für unsere Hebevorrichtung brauchen wir jetzt aber, damit wir die beiden Teile miteinander verbinden können, nochmal zwei Stückchen Farbkarton und zwar mit den Maßen, wo habe ich es jetzt? 1,5 x 5 cm und wir machen beidseitig bei beiden Teilen bei einem Zentimeter eine Markierung. Und bis zu dieser Markierung kleben wir das jetzt an unsere Vorrichtung, die wir gebastelt haben, die wir gerade geschnitten haben, so rein. Wir sollten aber darauf achten, mal hier die Schnittlinien ein bisschen glatt machen, dass es nach rechts und links, also zu den Außenkanten, tatsächlich gerade ist. So, und darum wieder schön den Flüssigkleber, damit wir das nämlich dann auch noch korrigieren können. Ihr könnt das jetzt auch gut so machen, dass ihr euch das so ich muss das mal wegnehmen. Ich weiß ja jetzt wieder, dass es eine Werbesendung ist. So, ne, dass wir uns das hier ranlegen. Gucken, wo ist die Falzlinie. Vielleicht falzt ihr euch das auch vorne noch, damit man es ordentlich sieht. So. Und dann könnt ihr das jetzt hier so an so einer Linie ordentlich ausrichten. So. Also, ein bisschen anknicken, damit ihr es besser sehen könnt. Kleber drauf. Und wieder bis zur Linie setzen und so ein kleines bisschen korrigieren. Ich sehe gerade, ich habe den Schnitt hier ein kleines bisschen zu eng. Habe ich also nicht gut gemessen. Ein kleines bisschen breiter machen. So, jetzt ist der Kleber natürlich getrocknet. So, nochmal von vorn. So, und dann können wir uns das wieder an so einer Linie ausrichten, damit es auch gerade wird. So. Gerade. Gerade. Jo. Das war, glaube ich, schon fast der komplizierteste Teil. Aber wir haben nachher noch einen lustigen Teil. So, das ist das. Falzlinien nach unten haben wir gemacht. Das haben wir auch gemacht. Ich muss mal ganz flink nochmal lesen. Genau. Das kommt jetzt hier ran. Und jetzt müssen wir das miteinander verbinden. Jetzt wird es wieder ein kleines bisschen komplizierter. Also ich war noch nicht fertig mit dem Komplizierten. Und zwar wollen wir jetzt diese, knicken es mal wieder ein bisschen, diese Laschen hier oben ankleben. Aber so, dass das ganze Teil mittig ist. Das ist jetzt so ein kleines bisschen anstrengend. Wir legen es uns also mittig und müssen uns dann aber trotzdem an diesen Falzlinien orientieren. So wäre es ideal, glaube ich. Wir können natürlich das hier dann auch mal rausholen und gucken. So.
Seht ihr, ich habe das hier nämlich nicht ganz exakt geklebt. Und das fällt mir jetzt so ein kleines bisschen auf die Füße. So, aber so sollte es passen. Dann machen wir jetzt also hier den Kleber drauf. Und da. Und dann klappen wir das einfach mal zu. So, dann haben wir das auch miteinander verbunden. Das kommt nachher hier rein. Und dann können wir das so zuklappen. Ja, jetzt kommt der lustige Teil. Und zwar brauchen wir jetzt hier diese zweiten Magneten. Dann machen wir mal einen ab, machen die Klebe, also diese Schutzfolie ab und legen den mit der, hier klebt es nicht richtig, so. Legen den mit der, ich habe hier geschlampert heute, ist nicht genug Kleber dran. Ich muss mal kurz hier noch ein bisschen korrigieren. Irgendwie, ja, weil ich so aufgeregt war, dass das, weil das so viel ist heute. Dann können wir hier mal noch ein bisschen den Kleber wieder abmachen. Ich muss das jetzt erstmal hier ein ganz kleines bisschen noch andrücken. Hier auch. Ach ja, jetzt weiß ich, das war ja dieses Klebeband. Da habe ich hier gar keinen Kleber benutzt. Ich sag's ja. Lieber Flüssigkleber. So, wir nehmen den jetzt hier rein. Und dann machen wir das mal zu und schütteln das so ein bisschen. Habt ihr gehört? Jetzt hat sich der Magnet hoffentlich hier hinten rangesetzt. Wo auch immer der gelandet ist. Ja. Das ist jetzt blöd. Der hat sich nämlich umgedreht. So, wir legen das jetzt also nochmal nach oben. Und jetzt hoffe ich, dass er hier oben dran klebt. Macht er nicht? Wieso macht er das heute nicht? Falls die falsche Seite ist. Ha, da muss er hin. Genau. Ja, und jetzt klebt er nämlich hier hinten dran, genau gegenüber von diesem Dings hier. Und dann nehmen wir den ab. Und machen nochmal ganz genau das Gleiche. Legen das also auch so rum rein. Ja. Ihr seht, ist nicht ganz so einfach. Das nach unten. Und der Magnet klebt hier auch dran. Super, dann drücken wir die nochmal fest. Und weil sie jetzt nicht zumachen, bleiben, haften die Magnete aneinander. So, und jetzt nervt mich das hier tatsächlich ein bisschen. Also wie gesagt, nehmt lieber Flüssigkleber statt Klebeband. So. Und jetzt können wir tatsächlich schon zum fast Schluss kommen. Wir nehmen jetzt diese nach außen geklebte Lasche, gebogene Lasche, biegen sie nach innen.
und kleben sie so fest, dass sie hier abschließt. Da, hier kommt der Kleber dran. Auch wieder ein bisschen mehr, damit wir es noch korrigieren können. Stecken wir das jetzt mal hier rein, so dass es abschließt. Und dann drücken wir das mal so von unten fest. Sollte natürlich auch mittig sein. Also nach rechts und links mittig. Das ist es jetzt hier bei mir gerade nicht so richtig. Na, so. Dann können wir das wieder festdrücken. Und jetzt haben wir unseren Mechanismus. Aha, wisst ihr, was ich jetzt vergessen habe? Oh je, ich muss es tatsächlich nochmal abmachen. Wir müssen ja erstmal, Entschuldigung, dieses Teil hier festkleben. Ach, ich habe schon gewusst, warum ich aufgeregt war. So, dann kleben wir das jetzt hier erst fest. Genau. Und dann kleben wir das nach innen. Zum Glück sieht das ja hier keiner. Dieses Stückchen. So, und jetzt kleben wir das hier fest. Von der anderen Seite auch noch mit dem Finger noch mal rein. So, dass es schön hält. So, Box ist im Prinzip fertig. Jetzt müssen wir sie nur, oder wollen wir sie ja noch ein bisschen verschönern. Und zwar habe ich jetzt das Designpapier, ich lege das mal so, dann könnt ihr das mit dem Licht besser sehen, habe ich jetzt Designpapier zugeschnitten. Ihr nehmt am besten das Papier 30x30 und schneidet euch einen Streifen ab, der 13,4 cm breit ist. Und den unterteilen wir dann in 8,4 cm breite Teile. Und zwar nehmen wir als erstes so ein Teil, das kommt dann hier drauf. Müsst ihr also gucken, dass die Musterrichtung stimmt. Dann nehmen wir uns wieder unsere Stanze. Und genauso, also ich habe das so gemacht, ich habe es mir erst auf den auf die Stanzplatte gelegt. Und habe dann das ausgerichtet, ne? So dass ich das hier dann mittig hatte. So. Und dann, oder so, so ist noch besser. Genau, so habe ich es gemacht. Das Papier auflegen, die Stanze auflegen, das Geodreieck auf die Stanze legen. Dann könnt ihr hier schon mal die Mitte von dem Rechteck ausloten, von der Stanze. Und dann legt ihr die mittig auf das Papier und wieder so, dass es oben ein Stück übersteht, weil ja die Schnittkante ein bisschen, also weil die Schnittkante ja hier in der Mitte ist. Dann könnt ihr das so durchstanzen. Und dann
haben wir nämlich anschließend so ein Teil. Und dieses Teil kleben wir dann hier auf, so dass es hier an der Schnittkante wieder abschließt. Dann haben wir rundherum einen gleichmäßigen Rand. So, das mache ich jetzt auch mit Flüssigkleber. Und ich sag euch, ich nehme nie wieder dieses Klebeband. Naja, man sollte niemals nie sagen. Für manche Dinge ist es ja vielleicht ganz gut, aber ich bin halt doch mehr der Flüssigkleber-Typ. So. Dann legen wir das jetzt schön hier an der Schnittkante an und drücken es einfach nur noch fest. Ihr könntet das natürlich auch ein bisschen größer machen, wenn euch dieser Rand hier nicht gefällt. Na, dann macht ihr das einfach. Ja, ich habe jetzt gar kein Lineal hier so richtig, doch hier. Ja, das reicht nicht. Ich würde mal sagen, so einen halben Zentimeter überall länger. Also 13,9, 14, am besten 14 mal 9. Das sollte passen. So, und dann nehmen wir das zweite Teil, 13,4 mal 8,4. Und das brauchen wir jetzt für hier oben. Und da habe ich mir wieder das Schneidbrett genommen. Und habe bei 2 cm angelegt und 3 cm runtergeschnitten. Darum kam ich nämlich vorhin auf die 3 cm. Das habe ich hier auf der anderen Seite auch gemacht. 2 cm anlegen, 3 cm runter. Und dann wieder anlegen, sodass der Schnitt rechts ist bei 0,9. Und dann zwischen den beiden Schnitten den Streifen rausschneiden. Vorher solltet ihr euch überlegen, welche Seite des Papiers ihr nehmt. Ihr könntet ja auch die nehmen. Aber dann müsst ihr natürlich wieder auf die Richtung des Papiers gucken. Auf die Laufrichtung des Papiers. So. Ich möchte jetzt aber hier die andere Seite haben vom Papier. Und die kleben wir jetzt auch auf. Und der Schnitt, den kleben wir nicht, weil das muss sich bewegen können. Na, wenn es hier so reingeht und rausgeht. Was ist eigentlich? Ich darf mal gucken. Nee, also das würde ich tatsächlich offen lassen, um da nichts einreißen zu lassen. So, wir machen dann also hier den Kleber drauf. Um den Schnitt rum. So. Supi. Und dann, dann richten wir das aus an diesen kleinen Teilen, die wir eingeklebt haben. Das sollte dann auch mittig sein. So. Festkleben. Ja, ich gucke gerade, eigentlich könnte man das hier auch kleben. Warum habe ich denn das hier nicht geklebt? Also wenn ihr mögt, könnt ihr das hier auch kleben, muss aber nicht sein. Da braucht es tatsächlich kein Spiel. Dann machen wir jetzt mal auf diesen Klebedingern da, auf diesen Laschen noch mal ein bisschen Kleber. Aber ihr dürft es nicht auf dieses obere Teil mit aufkleben, also auf dieses Mittelteil mit aufkleben.
Da braucht es, genau, das war's. Da braucht es das Spiel. Ihr könnt in den Laschen, könnt ihr auf die Laschen könnt ihr Kleber setzen, aber in das Mittelteil nicht, weil da braucht es das Spiel. Das war's. Genau. Ja, und nun brauchen wir noch, ich habe so ein bisschen Kleber an den Fingern. Nun brauchen wir noch mal ein drittes Teil mit 13,4 mal 8,4. Das setzen wir dann hier vorne drauf. Ja, ich habe diese Box nämlich tatsächlich einmal gebastelt. Das war allerdings schon, ich glaube, im März. Und war total begeistert davon. Und jetzt schwirrt mir immer wieder diese Idee rum, dass ich euch das auch nochmal zeigen möchte. Ich habe es mir dann gestern nochmal angeguckt. Aber man findet doch immer wieder noch Dinge, die man trotzdem verbessern kann. So, während des nochmaligen Bastelns. So, dann kleben wir das als Deckblatt drauf. Und jetzt habe ich mir genommen die stanzenbestickte, raffiniert bestickte Rahmen. Die gibt es leider nicht mehr, aber ihr könnt ja auch andere nehmen oder vielleicht habt ihr die ja auch. Und zwar habe ich mir mit der drittgrößten, die sind ja immer so ein bisschen versetzt, Stanze ein, wo ist es jetzt? Natürlich vorbereitet. Ein Teil in Waldmoos gestanzt. Mit der zweiten Größe habe ich mir ein Teil mit Designpapier gestanzt. Und das dritte in Weiß. Die wollen wir nachher alle aufeinander kleben. Das dritte ist dann dieses. Wie ich das gemacht habe, weil ich habe hier den Spruch embossed, möchte ich euch noch kurz zeigen. Ich habe mir also den Stemperatus genommen. Ah, das ist jetzt schlecht. Das andere Teil. Und den Spruch habe ich genommen aus Allerbeste Grüße. Das ist jetzt aus dem Mini-Katalog. Da haben wir den Gutschein für dich. Da ist er. Das Schöne an dem Stemperatus ist, ihr könnt hier die Hülle so drunter legen und dann habt ihr das genau eben. So, dann nehmen wir uns ein Stück weißen Farbkarton. Die Magnete geht immer ein bisschen schwer, aber das ist super. Und setzen uns das hier mittig, also den Stempel setzen wir uns mittig auf. Und dann können wir da die Farbe drauf machen. Wem das hier zu dunkel ist, der kann natürlich auch genauso gut hier erstmal noch, ich kann das ja nochmal zeigen, ein Stück anderes Papier zwischenlegen. So, und zwar nehmen wir jetzt unser Waldmoos. Farbe drauf. Abstempeln. Und ihr könntet es jetzt gleich nochmal abstempeln. Und dann hättet ihr natürlich den Spruch ein bisschen heller. So ein Hauch. Mir ist es jetzt zu hell. Nochmal Farbe dran. So, dann können wir das hier schon wieder zumachen. Ja, also ihr seht, kleiner Unterschied ist da. Aber das ist mir persönlich ein bisschen zu hell. So, dann machen wir den Stempel sauber. Und gehen nochmal mit Versamark auf den Stempel. Stempeln ihn dann an der gleichen Stelle wieder ab. So, und dann nehmen wir mal hier mein Schmierblatt
nehmen wir uns nämlich den, na, komm schon, das Papier. Ja, erstmal sauber machen. Das ist nochmal eine gute Idee. Und hier machen wir jetzt Embossingpulver in Klar drauf. Schütteln das ab. So, jetzt. Ihr könnt natürlich auf das vorher auch nochmal mit so einem Embossing Buddy machen. Bei Weiß mache ich das eigentlich nicht. Aber ich sehe gerade, wäre gut gewesen. So, dann wird es embossed. Ich mache das gerne von unten. Könnt es auch von oben machen. So, reicht schon. Wie gesagt, ich mache das ganz gerne von unten. Ihr könnt das auch von oben embossen, also anpusten. Ist egal. Ja, und dann ganz normal wieder Stanze drüber ausstanzen. Und dann setzen wir das mal alles schön zusammen. Das machen wir dann mit Dimensionals. Zwar das Rot weg. Kleben wir schön auf. Es muss zwar nicht so viel halten, aber an den Druckstellen. Na, das lassen wir mal hier. Sollte das dann schon abgestützt sein? So. Ja, ich habe hier noch so olle alte Dimensionals. Die muss ich scheinbar noch aufbrauchen. So, dann kleben wir das hier mittig. Können wir uns gut orientieren an den Spitzen. So. Dann hier auch mit Dimensionals. Das Geklapper nervt so ein bisschen. Hoch. So. Dann auch wieder die Schutzfolien abziehen. Setzen wir das auch wieder auf. Und dann das letzte Mal die Dimensionals. So, und das letzte Mal die Schutzfolien ab. Und dann können wir das auch schon auf unsere Box setzen. Ja, und damit ist die Box fertig. Das kommt schön hoch. Da könnt ihr den Gutschein könnt ihr befestigen mit Mini-Klebepunkten oder auch mit Dimensionals. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Dann drehe ich euch jetzt mal wieder um, damit ihr nochmal das Chaos bewundern könnt. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat.
Ich hoffe, dass ihr trotz des kleinen Missgeschicks mit dem falschen Kleben, also gar nicht ganz gerade, so, mit dem falschen Kleben das gut hinbekommt. Ja, es würde mich freuen, wenn ihr mir ein unter das Video mal schreibt, wie es euch gefallen hat, ob ihr irgendwelche Fragen habt, ob ich irgendwas anders machen kann, anders machen soll. Ja, und ansonsten möchte ich mich tatsächlich bedanken, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und würde mich freuen, wenn ihr die Box auch mal nacharbeitet. Die Maße schreibe ich euch alle auf meinen Blog. Ihr findet mich unter Kreativ mit Sonja. Unter diesem Namen findet ihr mich auch bei Facebook und Instagram. Ja, und nun vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keinen meiner Beiträge verpasst. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss, eure Sonja.